Informationen zu diesem Video, in dem ich euch die Kennzahlen Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Rentabilität erklären werde. Das sind drei betriebswirtschaftlich wirklich wichtige Kennzahlen, die man einfach kennen sollte. Und in diesem Video werde ich jetzt mal versuchen, diese euch so einfach wie möglich zu erklären. Das erste, was ihr verstanden haben solltet, ist, was eine Kennzahl ist. Das ist nämlich grundsätzlich ein Zahlenwert, der zur Beurteilung genutzt werden kann. Und eine solche Kennzahl setzt dann übrigens zwei Werte in ein Verhältnis. Ich weiß, das klingt alles immer ein bisschen kompliziert, aber eigentlich wisst ihr bestimmt schon, was Kennzahlen sind, denn sie laufen uns eigentlich tagtäglich über den Weg. Ich zeige euch das jetzt mal anhand von zwei Beispielen. Überlegt doch mal, wie die Geschwindigkeit eines Autos gemessen wird. Auch hier verwendet man nämlich eine Kennzahl. Und sicher werden die meisten darauf gekommen sein, man setzt hier die gefahrenen Kilometer mit der gefahrenen Zeit ins Verhältnis. In der Praxis könnte das also so sein, ich bin 150 Kilometer in 2,5 Stunden gefahren. Die entsprechende Kennzahl für die Geschwindigkeit des Autos sind dann natürlich die Kilometer pro Stunde. In unserem Beispiel sind das 60 Kilometer pro Stunde. Bleiben wir dann mal beim Auto, denn das zweite Beispiel ist, wie der Verbrauch des Autos gemessen wird. Auch hier verwendet man nämlich eine Kennzahl. Bei einem E-Auto wäre das nun zum Beispiel der Stromverbrauch im Verhältnis zur gefahrenen Zeit. Wenn ich also mit einem E-Auto zum Beispiel in einer halben Stunde 7 Kilowatt verbrauche, dann ergibt sich als entsprechende Kennzahl 14 Kilowattstunden. Das heißt also, ich habe hier 14 Kilowatt pro Stunde verbraucht. Und jetzt habt ihr sicher anhand dieser Beispiele erkannt, was es bedeutet, zwei Werte werden in ein Verhältnis gesetzt. Denn das habt ihr anhand der Beispiele gesehen, hier wird immer ein Quotient, also ein Bruchstrich gebildet. Und in diesen Bruchstrich gehen dann eben die zwei Werte, die man ins Verhältnis setzt, ein. Und jetzt müsst ihr an dieser Stelle mal eine Besonderheit beachten, die bei diesen Kennzahlen immer gilt und die kann man später dann gut zum Lernen nutzen. Es ist nämlich grundsätzlich immer so, dass man hier Output, also das Ergebnis, das, was rauskommt, auf den Bruchstrich schreibt und das, was man hierfür notwendigerweise eingesetzt hat, also den Input, unter den Bruchstrich schreibt. Oder anders ausgedrückt, man teilt immer Output durch Input. Das könnt ihr euch an der Stelle mal merken, das ist nämlich gleich ganz wichtig. Dann können wir uns nämlich jetzt die erste Kennzahl, nämlich die Produktivität, anschauen. Das erste, was ihr euch hier merken müsst, ist, dass bei der Produktivität grundsätzlich mengenmäßige Werte ins Verhältnis gesetzt werden. Konkret spielt hier nämlich die Ausbringungsmenge und die Einsatzmenge eine Rolle. Wenn ihr das nämlich wisst und wenn ihr dann noch verstanden habt, dass man grundsätzlich Output durch Input teilt, dann kennt ihr nämlich schon die Formel der Produktivität. Man teilt dann nämlich die Ausbringungsmenge durch die Einsatzmenge. Und jetzt seht ihr, was man eigentlich unter Lernen versteht. Ihr müsst ja eigentlich keine Formel auswendig lernen, ihr müsst ja nur wissen, bei der Produktivität spielt die Ausbringungsmenge und die Einsatzmenge eine Rolle. Und dann müsst ihr noch wissen, wie eine Kennzahl berechnet wird, nämlich immer Output durch Input. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen kompliziert, aber ihr werdet das bei den nächsten Kennzahlen sehen, weil das immer genau gleich gemacht wird, wird euch das leichter fallen, euch das Ganze zu merken. Aber bleiben wir mal bei der Produktivität und schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Nehmen wir mal an, 6 Mitarbeiter montieren in einem Monat 480 Erzeugnisse. Das Unternehmen setzt jetzt in diesem Montagebereich eine neue Maschine ein und jetzt schaffen es in einem Monat 4 Mitarbeiter 400 Erzeugnisse zu montieren. Jetzt guckt euch die Aufgabe mal an. Vorher waren es also 6 Mitarbeiter, die 480 Erzeugnisse montiert haben. Jetzt sind es 4 Mitarbeiter, die 400 Erzeugnisse montieren. Und jetzt überlegt euch mal, in welchem Fall die Mitarbeiter produktiver sind. Das kann man nämlich zunächst einmal gar nicht so leicht sehen. Und deswegen verwendet man jetzt die Formel Arbeitsproduktivität. Und jetzt achtet wieder drauf, ihr teilt einfach Output durch Input. Das heißt, bevor die neue Maschine eingesetzt wurde, konnten ja 480 Erzeugnisse von 6 Mitarbeitern montiert werden. Und unsere Kennzahl, also die Arbeitsproduktivität, beträgt dann 80 Erzeugnisse je Mitarbeiter. Eigentlich ganz einfach. Nach dem Einsatz der Maschine haben wir jetzt das Verhältnis, dass von 4 Mitarbeitern 400 Erzeugnisse montiert werden. Und wenn ihr jetzt die entsprechende Arbeitsproduktivität berechnet, dann ergibt sich hier 100 Erzeugnisse je Mitarbeiter. Und ihr erkennt, durch den Einsatz der Maschine sind die Mitarbeiter produktiver geworden. Und das hätte man aufgrund der absoluten Zahlen in der Aufgabe vielleicht ja erstmal gar nicht vermutet, denn es werden ja weniger Erzeugnisse montiert, nachdem die Maschine eingesetzt wurde. Aber die Kennzahl Arbeitsproduktivität zeigt uns jetzt, dass durch den Einsatz der Maschine die Mitarbeiter produktiver wurden. Und ein solches Ergebnis möchte man eben mit der Kennzahl Arbeitsproduktivität ermitteln. Schauen wir uns also im nächsten Schritt die zweite Kennzahl, nämlich die Wirtschaftlichkeit, an. Das erste, was ihr hier beachten müsst,
ist, dass man hier wertmäßige Werte ins Verhältnis setzt, also nicht mehr mengenmäßige Werte. Bei der Berechnung der Kennzahl Wirtschaftlichkeit spielt dann das Leistungsergebnis und der hierfür notwendige Leistungseinsatz bewertet in Euro eine Rolle. Die Formel für die Wirtschaftlichkeit lautet also Ertrag durch Aufwand bzw. Leistung durch Kosten. Das mag jetzt den einen oder anderen von euch ein bisschen verwirren. Warum gibt es denn hier zwei verschiedene Formelausprägungen? Das hängt eben damit zusammen, Ertrag und Aufwand kennt man in der Finanzbuchhaltung, Kosten und Leistung in der Betriebsbuchhaltung, die man auch Kosten- und Leistungsrechnung nennt. Das ist jetzt ein bisschen Spezialwissen, vielleicht kennen das einige noch nicht, aber schaut es euch einfach mal an. Hier gilt ja wie immer die Regel Output durch Input. Und da wir das Ganze ja jetzt in Euro bewerten, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als dass wir den Leistungseinsatz, also zum Beispiel den Aufwand, ins Verhältnis zum damit erzielten Ertrag setzen. Und dann seht ihr wieder, was ich mit Lernen meine. Eigentlich muss man die Formel nicht auswendig lernen. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Im ersten Geschäftsjahr hat ein Unternehmen 600.000 Euro Erträge erwirtschaftet und demgegenüber stand ein Aufwand von 500.000 Euro. Im zweiten Geschäftsjahr sinken jetzt die Erträge auf 520.000 Euro und der Aufwand auf 400.000 Euro. Jetzt ist klar, jetzt sollt ihr die Wirtschaftlichkeit berechnen. Ihr müsst also wieder einfach Output durch Input teilen, das heißt also den Ertrag durch den dafür notwendigen Aufwand. Im ersten Geschäftsjahr ergibt sich dann eine Wirtschaftlichkeit von 1,2 und im zweiten Geschäftsjahr eine Wirtschaftlichkeit von 1,3. Und jetzt erkennt ihr, obwohl man das aufgrund der absoluten Zahlen im Beispiel vielleicht nicht vermutet hätte, die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens ist im zweiten Jahr höher. Und jetzt erkennt ihr vielleicht, warum man eine solche Kennzahl in der Praxis benötigt, denn das ist ja sehr aufschlussreich, das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag hat sich im zweiten Geschäftsjahr tatsächlich verbessert, das Unternehmen hat wirtschaftlicher gearbeitet. Schauen wir uns nun also die dritte Kennzahl an, nämlich die Rentabilität. Und meiner Erfahrung nach haben mit dieser Kennzahl einige von euch, die die bereits kennen, ein bisschen Probleme. Schauen wir uns also zunächst einmal an, was man unter Rentabilität eigentlich versteht. Denn das hilft vielen von euch schon, glaubt's mir mal. Das ist nämlich so, dass rentabel ja im Grunde genommen nichts anderes heißt, als ob es sich gelohnt hat. Ihr könnt euch also bei der Rentabilität zunächst einmal merken, dass wir gleich berechnen wollen, hat sich das, was wir uns als Beispiel anschauen, gelohnt. Das zweite, was ihr allerdings lernen und wissen müsst, ist dann, dass hier der Kapitaleinsatz und das Kapitalergebnis in ein Verhältnis gesetzt werden. Und das klingt ja jetzt erstmal ein bisschen abstrakt. Aber keine Panik, wir schauen uns gleich mal Beispiele dazu an. Jetzt ist das nämlich als nächstes in der Praxis so, dass es von der Rentabilität unterschiedliche Ausprägungen gibt. Zu den zwei wichtigen Ausprägungen zählt die Eigenkapitalrentabilität und die Gesamtkapitalrentabilität, die ihr beide verstehen solltet. Jetzt habt ihr aber wieder einen Vorteil, eigentlich erklären sich die Begriffe wieder von alleine, denn die Eigenkapitalrentabilität bedeutet ja nichts anderes, als dass man die Frage beantwortet, hat sich der Einsatz meines Eigenkapitals im Unternehmen gelohnt? Und welche Größe zieht man hier wohl zur Beurteilung heran? Natürlich den Gewinn. Bei der Gesamtkapitalrentabilität sieht das nämlich jetzt ein bisschen anders aus. Hier setzt man ja neben dem Eigenkapital auch das Fremdkapital ein. Oder anders ausgedrückt, Eigenkapital und Fremdkapital sind ja das Gesamtkapital, das Unternehmen einsetzen. Aber auch bei dieser Formel fragen wir uns gleich wieder, hat sich der Einsatz von Eigen- und Fremdkapital gelohnt? Zur Beurteilung ziehen wir dann den Gewinn und die Zinsen heran. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber dazu schauen wir uns wie gesagt gleich Beispiele an. Schauen wir uns also zunächst einmal die etwas leichter zu verstehende Eigenkapitalrentabilität an. Wie gesagt, auch bei dieser Kennzahl wird wieder Output mit dem Input ins Verhältnis gesetzt. Das solltet ihr euch ja grundsätzlich merken. Und bei der Eigenkapitalrentabilität geht es natürlich darum zu beurteilen, ob sich der Eigenkapitaleinsatz im Unternehmen gelohnt hat. Das bedeutet ja Eigenkapitalrentabilität. Und jetzt müsst ihr euch nur merken, dass das Lohnende bei der Beurteilung dann der Gewinn ist, also das, was mit dem Eigenkapital erzielt wurde im Unternehmen. Das kann ja nur der Gewinn sein. Wem das jetzt immer noch zu kompliziert ist, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Im ersten Geschäftsjahr hat ein Unternehmen 600.000 Euro Eigenkapital eingesetzt und damit einen Gewinn von 18.000 Euro erwirtschaftet. Im zweiten Geschäftsjahr hat das Unternehmen dann weniger Eigenkapital eingesetzt, nämlich 420.000 Euro, und auch weniger Gewinn erzielt, nämlich 16.800 Euro. So, und jetzt wollen wir die beiden Geschäftsjahre bezogen auf die Eigenkapitalrentabilität beurteilen. Wir rechnen also im ersten Geschäftsjahr 18.000 Euro durch 600.000 Euro, Achtung, mal 100, weil die Rentabilität in Prozent gerechnet wird. Jetzt müsst ihr bei den Kennzahlen zur Rentabilität nur noch beachten, dass es sich hierbei immer um Prozentzahlen handelt.
Deswegen wird in der Formel dann nochmal 100 gerechnet. Im ersten Geschäftsjahr rechnen wir also den Gewinn 18.000 Euro mal 100, Achtung, es soll ja eine Prozentzahl werden, durch das eingesetzte Eigenkapital, also 600.000 Euro. Und es ergibt sich dann eine Eigenkapitalrentabilität von 3%. Und vielleicht wird euch jetzt schon klar, was man mit Rentabilität eigentlich meint. Denn im Grunde genommen ist das ja nicht mehr als eine Verzinsung. Das könnt ihr euch so vorstellen wie den Zinssatz bei der Bank. Nur, dass man nicht wie bei der Bank hier Geld auf ein Bankkonto anlegt, sondern im Unternehmen einsetzt. Der Unternehmer hat also 600.000 Euro in das Unternehmen investiert. Und was hat er dafür bekommen? Am Ende eines Jahres erhält er dann den Gewinn von 18.000 Euro. Das macht dann 3% vom eingesetzten Eigenkapital aus. Und jetzt könnt ihr vielleicht nachvollziehen, die Eigenkapitalrentabilität ist ein Zinssatz. Jetzt rechnen wir das mal für das zweite Jahr aus. Und hier hat unser Unternehmer ja nur noch 420.000 Euro eingesetzt und dafür aber auch nur noch einen Gewinn von 16.800 Euro erzielt. Wenn wir jetzt die Eigenkapitalrentabilität jedoch berechnen, ergibt sich hier ein Wert von 4% und ihr erkennt, dass das zweite Geschäftsjahr tatsächlich rentabler war. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil ja hier das Verhältnis zwischen Eigenkapitaleinsatz und Eigenkapitalertrag, also hier der Gewinn, einfach im Verhältnis größer geworden ist. Aber wahrscheinlich könnt ihr jetzt nachvollziehen, warum die Eigenkapitalrentabilität als Kennzahl so wichtig ist, denn das hätte man ja vielleicht aufgrund der absoluten Zahlen im Beispiel nicht vermutet, dass die Rentabilität im zweiten Geschäftsjahr höher ist. Und zum Ende schauen wir uns jetzt noch die Gesamtkapitalrentabilität an. Die hat es allerdings ein bisschen in sich. Da müsst ihr nämlich erstmal verstehen, warum man die Formel so aufstellt. Und dann solltet ihr auch noch verstehen, was das Besondere beim Ergebnis, also bei der Berechnung der Gesamtkapitalrentabilität ist. Aber keine Panik, das zeige ich euch gleich anhand eines Beispiels. Zunächst einmal schauen wir uns die Formel an. Bei der Gesamtkapitalrentabilität haben wir wieder den Gewinn, den wir auch bei der Eigenkapitalrentabilität haben. Wir rechnen jetzt aber die Zinsen hinzu. Und jetzt weiß ich aus meiner Erfahrung, dass das für viele von euch schon nicht ganz logisch nachvollziehbar ist. Jetzt müsst ihr euch nun mal überlegen, das Gesamtkapital ist ja die Summe aus Eigenkapital und Fremdkapital. Also im Unternehmen werden Eigenkapital und Fremdkapital eingesetzt. Und jetzt möchte man bei dieser Kennzahl berechnen, was dabei herausgekommen ist. Der Einsatz des Eigenkapitals, das haben wir ja eben gesehen, bewirkt ja, dass wir einen Gewinn erzielen. Und wie gesagt, das haben wir ja eben schon bei der Berechnung der Eigenkapitalrentabilität erkannt. Jetzt ist es aber so, dass man bei der Gesamtkapitalrentabilität neben dem Eigenkapital ja noch das eingesetzte Fremdkapital berücksichtigt. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, das eingesetzte Fremdkapital verursacht ja in der Regel Zinsen. Das bedeutet dann aber im Umkehrschluss, dass das Fremdkapital zumindest so produktiv sein muss, dass es die Zinsen, die für das Fremdkapital anfallen, abdecken kann. Ja, und jetzt weiß ich, das ist sehr kompliziert, deswegen schauen wir uns einfach mal ein Beispiel an. Im ersten Geschäftsjahr setzt ein Unternehmen 600.000 Euro Eigenkapital und 400.000 Euro Fremdkapital ein. Für dieses Fremdkapital fallen jetzt 4% Zinsen per anno, also pro Jahr an. Merkt euch, wer das noch nicht weiß, PA heißt pro Jahr, denn ein Zinssatz bezieht sich ja grundsätzlich auf einen Zeitraum, in diesem Beispiel typischerweise auf ein Jahr. Dann können wir nämlich berechnen, dass die 400.000 Euro Fremdkapital innerhalb eines Jahres 16.000 Euro Fremdkapitalzinsen verursachen. Und jetzt gehen wir mal in unserem ersten Geschäftsjahr davon aus, dass dieses mit einem Gewinn von 54.000 Euro Gewinn abgeschlossen wird. Im zweiten Geschäftsjahr setzt unser Unternehmen jetzt weiterhin 600.000 Euro Eigenkapital ein, erhöht aber das Fremdkapital auf 500.000 Euro. Bei einem Zinssatz von 4% per anno, also pro Jahr, ergeben sich dann also Fremdkapitalzinsen in Höhe von 20.000 Euro. Und des Weiteren gehen wir jetzt mal davon aus, dass das zweite Geschäftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 57.000 Euro abgeschlossen wird. Und jetzt wollen wir mal die Gesamtkapitalrentabilität für die beiden Jahre ermitteln. Wir rechnen also im ersten Geschäftsjahr 54.000 Euro plus 16.000 Euro Fremdkapitalzinsen zusammen und multiplizieren das Ganze mal 100. Das Ergebnis teilen wir dann durch das eingesetzte Gesamtkapital, also durch die 600.000 Euro Eigenkapital und die 400.000 Euro Fremdkapital. Wir erhalten dann eine Gesamtkapitalrentabilität von 7%. Für das zweite Geschäftsjahr ergibt sich dann, dass wir einen Gewinn von 57.000 Euro erzielt haben und hinzu rechnen wir jetzt die Fremdkapitalzinsen von 20.000 Euro und multiplizieren das Ganze mit 100. Das Ergebnis, was wir dann erhalten, teilen wir durch das Gesamtkapital, also durch 1,1 Millionen Euro und erstaunlicherweise erhalten wir jetzt die gleiche Gesamtkapitalrentabilität.
Und wie immer, das kann man ja hier wieder feststellen, zeigt uns die Kennzahl etwas mehr als die absoluten Zahlen. Denn wenn ihr euch die absoluten Zahlen anschaut, dann hättet ihr das bestimmt nicht vermutet, dass in beiden Geschäftsjahren die Gesamtkapitalrentabilität genau gleich hoch ist. Aber sicher fragen sich jetzt einige, was sagt mir das eigentlich, dass die Gesamtkapitalrentabilität in beiden Jahren 7% war? Und jetzt kommt eben das Interessante an der Geschichte, denn jetzt errechnen wir mal für beide Geschäftsjahre die Eigenkapitalrentabilität. Die Formel kennt ihr sicher noch, wir rechnen Gewinn mal 100 durch das eingesetzte Eigenkapital. Und jetzt ergibt sich nämlich etwas Erstaunliches. Im ersten Geschäftsjahr betrug die Eigenkapitalrentabilität 9% und im zweiten Geschäftsjahr 9,5%. Ihr seht also, die Eigenkapitalrentabilität ist gestiegen. Und jetzt hoffe ich, ihr könnt euch noch daran erinnern, was die Eigenkapitalrentabilität bedeutet. Denn das bedeutet ja, wie hat sich der Einsatz des Eigenkapitals gelohnt. Und jetzt guckt euch mal an, woran das liegt. Denn dann erkennt ihr etwas Verwunderliches. Wir haben ja mit dem gleichen Eigenkapital gearbeitet in beiden Geschäftsjahren. Im zweiten Geschäftsjahr haben wir aber Fremdkapital hinzugenommen, nämlich 100.000 Euro. Und dieses zusätzliche Fremdkapital, was ja eigentlich nicht positiv zu beurteilen ist, das verursacht ja weitere Zinsen, hat aber letztendlich dazu geführt, dass der Gewinn unseres Unternehmens angestiegen ist. Das heißt also, in beiden Jahren setzen wir das gleiche Eigenkapital ein. Durch das Fremdkapital, obwohl dafür Fremdkapitalzinsen anfallen, führt dies aber zu einer Erhöhung des Gewinns und damit auch zu einer Erhöhung der Eigenkapitalrentabilität. Und jetzt werdet ihr zugeben, das ist in der Praxis schon ganz interessant, denn obwohl man mehr Fremdkapital ins Unternehmen einsetzt, steigt die Eigenkapitalrentabilität, der Einsatz des Eigenkapitals wird also lohnender. Ja, dann habe ich euch jetzt die drei wichtigen Kennzahlen erklärt. Ich hoffe, ihr konntet das so einigermaßen nachvollziehen. Wie immer gilt, ihr könnt bei mir Übungs- und Arbeitsmaterial anfordern, dann könnt ihr das selber nochmal durchrechnen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann, tschüss.